Das Infektionsgeschehen hat sich erfreulicherweise in den letzten 2 Wochen verlangsamt. Wir haben inzwischen einen Status erreicht, in dem wir einen Abfall des Infektionsgeschehens, einen Abfall der gemeldeten Fälle sehen. Allerdings ist dieser Abfall inzwischen so langsam, dass wir damit rechnen müssten, dass wir noch 3 Monate bräuchten, bis wir die Inzidenz von 50 pro 100.000 tatsächlich unterschritten hätten. Augsburg ist nach wie vor Corona-Hotspot, nicht nur deutschlandweit, sondern auch bayernweit. Und nachdem wir seit vielen Tagen auf einem Plateau zwischen 270 und 300 Infektionsfälle in 7 Tagen pro 100.000 Einwohner hin und her wackeln, müssen wir einfach uns überlegen, wie wir von diesem Plateau runterkommen. Und das ist der Grund, warum wir ab Freitag weitere Maßnahmen in Kraft setzen werden. Es geht darum, dass wir vor allem unsere Krankenhäuser weiterhin funktionstüchtig halten müssen. Wir haben uns verschiedene Maßnahmen überlegt, die wir in Kraft setzen werden und die alle den Sinn und Zweck haben, dass weiter Kontakte zwischen Menschen verringert werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir im Einzelhandel die Quadratmeteranzahl pro Person von 10 auf 20 Quadratmeter erhöhen werden. Es gehört dazu, dass wir auch in den Mittelschulen und Förderschulen ab der 7. Klasse sollten 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden können, in den Wechselunterricht gehen. Und es gibt noch weitere Maßnahmen, die wir alle unter augsburg.de zusammenfassen werden. Zur Beherrschung der Corona-Pandemie ist vor allem eins wichtig, dass Kontakte eingeschränkt werden. Je weniger Kontakte jede Einzelne und jeder Einzelne von uns hat, desto besser ist es, um Infektionsketten zu unterbrechen. Und deswegen haben wir Maßnahmen ergriffen, um eben auch weiterhin Kontakteinschränkungen umzusetzen. Das tut weh, das ist hart, das ist eine Anstrengung für uns alle, aber die einzige Möglichkeit, um unser Gesundheitssystem zu entlasten. Die Maßnahmen dienen dazu, Kontakte möglichst weit zu reduzieren. Das Virus kann sich nur durch menschliche Kontakte weiter verbreiten. Deshalb sollten Kontakte, wo immer möglich, so weit wie auch nur möglich, reduziert werden. Und wo es nicht vermeidbar ist, sollten Kontakte dadurch sicherer werden, dass AHA-Regeln konsequent eingehalten werden. Ja, wir beobachten das Verkehrsgeschehen sehr intensiv. Wir haben Zählgeräte als auch Beobachter im Einsatz und können dementsprechend sehr schnell reagieren, um auf Veränderungen in der Verkehrsmenge zu reagieren. Das heißt, wir verstärken gewisse Linienabschnitte zu gewissen Zeiten. Und das geht so weit, dass wir durchaus einen 3-Minuten-Takt zur Hauptverkehrszeit anbieten können. Und insgesamt beobachten wir, dass sich gerade nach der Hauptverkehrsspitze die Situation deutlich entspannt hat und genügend Kapazitäten zur Verfügung stehen. Ja, möglichst diese Hauptverkehrszeit zwischen 7.15 Uhr bis 7.45 Uhr vielleicht vermeiden, wenn es geht. Wenn es eben nicht geht, dann ist unser Tipp, dass wir alle Fahrzeugtüren entsprechend gleichmäßig belasten, das heißt, sich optimal im Fahrzeuginneren zu verteilen und durchaus, wenn einmal eine Bahn voller ist, auf die nächste warten, die kommt in 2-3 Minuten in der Regel und dann haben Sie tatsächlich gut Platz und brauchen sich sozusagen hier nicht beengt fühlen.